In Goslar gab es am Wochenende nur ein Ausflugsziel, den Park der Kaiserpfalz. Tausende machten sich auf den Weg und pilgerten zum Mega-Sommerfest. Das Motto war Fantastische Pfalz. Zwischen all den sommerlich gekleideten Menschen wurden aber auch ein paar ganz seltsame Geschöpfe gesichtet. Einhörner, Hornochsen, Riesenschmetterlinge und Kerstin Wolf. Ein Riesenschmetterling in der Abenddämmerung. Da werden nicht nur Kinderaugen groß. Seit Kaiser Barbarossas Zeiten hat die altehrwürdige Kaiserpfalz solch buntes Treiben nicht mehr erlebt. Fantastische Pfalz nennen die Organisatoren das Fest. Und fantastisch, wenn auch nicht ganz ernst gemeint, ist auch die Geschichte, die angeblich hinter diesem Sommerspektakel stecken soll. Der wahre Hintergrund ist natürlich der, dass diese Figuren ungefähr 250 Jahre in einem Schacht unterhalb der Kaiserpfalz überlebt haben. Sie sind jetzt bei Renovierungsarbeiten erst entdeckt worden. Es ist eigentlich der erste Augenblick, in dem diese Figuren der Öffentlichkeit präsentiert werden. Es war natürlich ein schöner Anlass, ein großes Fest zu feiern. Nach 250 Jahren in dunklen, modrigen Kellern sehen diese Einhörner eigentlich ziemlich lebendig aus. Vorsichtig bahnt sich die Karawane ihren Weg durch die dicht gedrängten Schaulustigen. Doch keine Feier ohne Feuerwerk. Dafür sorgt das Theater Unglaublich aus Hamburg mit dem Feuerspektakel Phönix. Damit geht die Premiere von Fantastische Pfalz zu Ende. Sehenswert ist die Kaiserpfalz ja immer. Fantastisch ab jetzt einmal im Jahr. Das sind schon tolle Bilder. Promis. Zu einem Fest der Fantasie und der Träumerei laden Künstler auf der Goslarer Kaiserpfalz ein. Unser Kulturtipp. Sieh, wir haben ja hier in der Kaiserpfalz unglaubliche Funde gemacht. Also Geschöpfe und Kreaturen, das ist sensationell. Das müssen Sie sich anschauen. Kommen Sie. Eines der geheimnisvollen Wesen, das scheue Gnorz, kann an diesem Wochenende mit etwas Geduld im Park hinter der Kaiserpfalz beobachtet werden. Mit Sicherheit werden Spaziergänger auch diesen majestätischen Einhörnern begegnen. Bei Renovierungsarbeiten, so geht derzeit die Sage in Goslar, hätten Bauarbeiter die Fabelwesen entdeckt. Das affenähnliche Besüg und alle anderen Gestalten sollen nun endlich der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Das A-Typ-Theater wird an diesem Sonnabend und Sonntag dafür sorgen, dass Besucher rund um die Kaiserpfalz die merkwürdigsten Begegnungen haben.